Komm, wir machen einmal die hier. Dann haben wir nämlich das alte Gelumpe. Und was ist das jetzt hier für einer? Auf welcher Strecke fährt die bitte? GMD F40 PH. Kann ich das irgendwo rausfinden hier? Ach, das ist hier die Nahrungsmittellok. Okay. So, jetzt gehen wir erstmal runter. Oh, das ruckelt. Warum ruckelt denn das plötzlich? Das ist nicht schön. Goose Bay gibt Schließung bekannt. Ja, das ist toll. Könnt ihr euch freuen. Also bleibt mal bei den. Oh, was habe ich hier eigentlich bei Verstand für Bahnsteige genommen? Standard oder. Nö, die haben schon alle kanadische. Ja, dann bleiben wir dabei. Hier gibt es Züge, die machen Minus. Gucken wir uns später an. Oh, das war dumm. So wollte ich das nicht. So rum wollte ich das haben. Habe ich das doch gerade vertauscht. So, und dann müssen wir nur noch hier irgendwo in Bahnhof hinbekommen. Ich würde eher sagen, hier so, auf den Berg kommen. Dann bauen wir einfach hier hoch und dann Tunnel durch, würde ich mal denken. Arbeiten oder ist das bloß Illusion gerade? Ich glaube, das wird bloß. Und da ist die Insolvenz von unserem ersten Gegner eingetroffen, endlich. Wieder einer pleite. Ja, hier in Kanada zu überleben ist halt nicht leicht. Das können nur die Harden schaffen. Hier bauen wir eine riesen Talbrücke drüber. Sieht auch immer schön aus, sowas. So. Depot und Depot. Hier rein. Dann, was nehmen wir dort einfach mal für einen Zug? Das sieht ja auch komisch aus. Hier sind das die gleichen Waggons. Leicht und hier. Leicht. Hm. Gab's ja, hatte ich hier nicht schon Doppelstockzüge oder? Achso, ist der Steuerwagen. Ach, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ich würde nämlich gerne mal einen Doppelstockzug ausprobieren. Und Abfahrt. So. Vielleicht lohnt sich das auch generell bei den. Sortieren nach Höchstgeschwindigkeit. Ja, oh, damit ein Passagier hier. Ich glaube, das ist nicht so, aber doch, es geht. Die haben eine Höchstgeschwindigkeit von 165 und unser Doppelstockzug fährt 152. Na gut, bleibt's. Ach hier, Russland. Wächst und gedeiht. So, jetzt gucken wir nach den Zügen, die ja Minus machen.
Zum Beispiel der hier, der wartet ja immer sehr lange. Bis er beladen ist. Und da gibt es schon eine neue Firma. Das geht ja immer Schlag auf Schlag. Wie ihr seht. Der macht auch Minus. Weil es den Bauernhof ja auch nicht mehr gibt. Na komm. Achso, das kann auch so einklappen. Wieder was gelernt. Den Bauernhof gibt es nicht mehr. Und wo wäre da hingefahren? Nach Vermilienwaldrand. Hier unten. Na gut, das wird noch von anderen Zügen bedient, die dort Getreide und so ein Zeug anbringen. Hier oben nur einer. Oh, das wird ein bisschen wahrscheinlich dann ein... Doch, achso, und noch die Transporter. Aber es könnte jetzt natürlich auch den Nahrungsmitteltransport dort negativ beeinflussen, aber ich denke mal, werden die Strecke einfach wegreißen. Ja, genau, schön noch hier einen neuen Zug. Ach gut, das kriege ich ja komplett wieder dann. Oder könnte ich das nicht einfach für einen Passagiertransport irgendwie nutzen, dort unten die Station? Cartier und dann hier oben Midland, da ist viel los, warum eigentlich nicht, wenn ich dort einfach ein, oder? Port Hardy ist, am Ende würde sogar vielleicht reichen, so ein kleiner, achso, der kommt dort gar nicht hin. Ich hätte sonst gesagt, vielleicht ein kleiner Doppelstockzug, der hin und her fährt. Aber der wollte ja gar nicht nach Port Hardy hochkommen. Außerdem gibt es schon eine Buslinie. Ach komm, wir reißen einen noch weg jetzt hier. Drauf geschissen und weggerissen. Vielleicht können wir das dann hier ein bisschen auch mal schön machen. Meckern, dass er einen Weg nicht mehr findet, aber das riskieren wir jetzt einfach mal. Für ein ästhetischeres Aussehen. Moment, da kann ich eigentlich auch direkt so machen. Kommt aufs Gleiche raus und jetzt sieht das doch schon ein bisschen schöner aus. Mir so andenke, wie das vor einer Minute noch aussah hier. Und jetzt so ein bisschen ästhetisiert das Ganze. Genau. So kann man es lassen. So, wer macht noch Minus? Hier der Holz. Was ist das? Papier? Ja genau, nee, Holz. Gehört das hier auch dazu? Ja. Gut, das dauert jetzt hier. Und wo bringt er das hin? Nach? Nach Yarmouth Ost. Ach, hier unten. Da steht jetzt ein Papierzug und ein... Wir fahren den mal zurück und werden dem dann einfach mal vielleicht zwei, drei Waggons wegnehmen, dass der nicht ganz so lange warten muss. Und dann haben wir hier noch einen Papierzug, der ist aber schon recht gekürzt. Ein neuer Bauernhof ist dort am Start. Macht nicht.
nicht wirklich gewinnen hier, der Zug. So, der lädt jetzt erstmal ab. Dann schicken wir den ins Depot. Ich habe gesagt ins Depot. Was ist denn das eigentlich jetzt hier für einer? Ach, das ist der Vieh. Ach, ich dachte, hätte jetzt gedacht, das Holz würde direkt irgendwo gleich abgeholt, aber dem war nicht so. Ach, es ist ja eine Runde gefahren. Okay, wenn er meint. So, hinten die drei Hänger weg. Dann hat er nur noch vier und das müsste dann eigentlich ein bisschen besser gehen, hoffe ich doch. Und was machen wir mit dem hier? Der hat einen recht kurzen Weg immer. Ach, hier gibt es eine neue. Das hat sich doch gleich von selber erledigt, das Problem, indem wir einfach hier noch das Ding an Chandler Höhe anbauen und schon müsste das ein bisschen freundlicher aussehen, genau. Wir hatten doch, glaube ich, hier unten noch einige Städte, die mit Hubschraubern Nahrung kriegen. St. John's. Die gehören zum Beispiel dazu. Und da hatten wir doch irgendwo ein zentrales Nahrungsverteilungscenter. Oh, es ist leer. Was ist denn da los? Das ist leer. Da hängen sie ja ganz schön hinterher, ja. Zählt Lethbridge nicht sogar dazu? Nee, das war irgendwo... Ach, hier war zum Beispiel Grimsby. Die entwickeln sich schon gut dadurch. Und dann hier irgendwie auch noch... Oh ja, bei Dawson ist hier richtig Action los. Die Bahnstrecke, die... Hier haben sie sogar ein Kraftwerk. Ach genau, hier Rimouski profitiert auch davon. Und dann glaube ich hier noch Fruitvale. Ja, es sind gleich vier vier Bauernhöfe auf einem Punkt, aber die, naja, es ist schon heftig, das dort hinter zu schleppen. Ich würde daher erstmal den hier hinten anketteln noch, der liegt in der Nähe, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Wie groß ist das? Vier. Lucas Hill, beide Geschließung sollte uns hoffentlich nicht betreffen. Fairmont Süd und dann bauen wir erstmal unser bekanntes System auf. Und dann müssen wir so noch die Verbindung dorthin kriegen. Neue Bank in Charlottetown. Im Prinzip reicht das doch, wenn ich hier drauf und dann hier so schräg rüber. Dort aber nicht unbedingt wieder runter, sondern einfach schräg rüber und dann gucke ich mal. Am besten wäre eigentlich, wenn ich hier verbinde. Das war eins zu viel. Ach Leute, das passt jetzt. Na, so doch nicht. So. Wenn ich jetzt hier rechts vorbei baue, komme ich genau hier drauf zu. Genau, so machen wir das. So tun wir das machen. Baue ich jetzt einfach hier ein Tal rein. Na gut, das habe ich schon angefangen. Dann werden wir das hier mal groß zügig planieren. Man kann übrigens auch diagonal planieren, ne? Ja, guckt, so sieht das dann aus mit der Steuerungstaste. Oh, da habe ich ein bisschen zu tief.
planiert. Und da habe ich ja ein bisschen zu hoch planiert. In den letzten, ja, doch 6,7, fast 6,8